Ja, liebe Pressevertreter, Sponsoren und Fans, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der laufenden DEL2-Saison aus Kassel zum Spiel Kassel Huskies gegen die Tölzer Löwen. Das Endergebnis 6:2 für die Kassel Huskies vor 3078 Zuschauern. Und ich begrüße zu meiner Linken Markus Berwanger, den Coach der Tölzer Löwen, und zu meiner Rechten Huskies Head Coach Rico Rossi. Ja, Markus, über was wir als erstes sprechen müssen, ist sicherlich der Start ins Spiel. Das hat nicht so gut funktioniert. Was war da entscheidend oder was war das Problem? Hat die längere Anreise vielleicht euch so ein bisschen diesen Start gekostet? Ja, guten Abend. Ja, ich denke mal, das ist natürlich nicht angenehm, so lange im Bus zu sitzen, aber das ist keine Ausrede. Wir waren nicht bereit. Kassel war immer einen Schritt schneller und kann man auch sagen, wir hatten viel Unterzahl, aber das beruht auch darauf, dass Kassel eben immer ein Tick aggressiver und schneller war und ja, so kann man hier natürlich nicht beginnen. Wir wissen, dass Kassel eine gute Mannschaft hat, wir wissen, dass sie zu Hause natürlich auch kommen, und aber all diese Sachen habe ich angesprochen, nur bis jetzt haben wir davon wenig bis nichts. Okay, und Rico, an dich im Grunde die gleiche Frage, nur aus einer anderen Perspektive. Wie wichtig war dieser gute Start für euch? Ja, guten Abend zusammen. Erstes freut mich wieder, Markus in unserer Liga zu sein. Ich kenne Markus eine lange Zeit. Es freut mich, dass er wieder in die DL2 ist. Ja, der Start war sehr wichtig für uns, nach dem Niederlage am Freitag. Das war wichtig für die Jungs, dass die das aus dem Kopf haben. Und das haben wir gesehen schon von Anfang an, dass das war schon aus dem Kopf von den Jungs. Das war ein gutes Anfang, das hat uns gespürt in die Richtung von dem Sieg, was ich denke auch letztendlich wird es ein verdienter Sieg. Dankeschön. Markus, zweite Szene vielleicht, die eventuell entscheidend war im zweiten Drittel. Da kommt ihr auf 1:4 wieder ran und dann hat Kyle Beach eine Riesenchance zum 2:4 völlig freistehend, und ungefähr eine Minute später fällt dann das 5:1 durch Hennig, durch einen Alleingang. War das dann auch letztlich entscheidend, wo dann klar war, da war das Spiel dann gelaufen, oder war das davor schon gelaufen, vielleicht nach dem Start ins zweite Drittel? Ja, gelaufen ist nie etwas, aber man muss echt sagen, ich kann mal. Ja, man muss erst das Tor schießen und dann das andere verhindern. Aber ich denke mal, wie der Rico gerade gesagt hat, gratuliere an Kassel, und es war ein verdienter Sieg. Braucht man auch nicht, wenn, was wäre gewesen, wenn. Verdienter Sieg für Kassel, und so schaut es aus. Und da braucht man auch nicht rumlamentieren. Okay, Rico, eine Frage noch zum Thema Special Teams. Das müssen wir nach Freitag ansprechen. Am Freitag hat gerade das Unterzahlspiel ja die Wende gebracht zugunsten der Löwen. Wie zufrieden bist du heute mit den Special Teams? Ja, wenn wir die Special Teams im Blick haben, das für 7 Minuten, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben, aber in Nauheim und auch heute hatten wir gut Special Teams gemacht. So sicherlich ist es wichtig für den Special Teams, dass die schnell Tor schießen und dass die in uns so gut gestanden heute. Okay, vielen Dank fürs Erste an beide. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann blicken wir noch schnell in die anderen Hallen der DEL2. Wir haben die Partie Dresdner Eislöwen gegen die Löwen Frankfurt 2:5. RC Freiburg gegen den EC Bad Nauheim 4:0. Die Eispiraten Krimmitschau schlagen die Bietigheim Steelers mit 3:2. Damit hat die Steelers das erste Mal erwischt in dieser Saison. Ravensburg gewinnt 5:3 beim Deggendorfer SC. Auch Heilbronn hat es erwischt. Dezimierte Heilbronner Falken in Kaufbeuren verlieren dort mit 7:2. Und die Lausitzer Füchse gewinnen mit 6:4. In Bayreuth. So viel zum heutigen Spieltag. Wir blicken auf die nächste Woche. Am Freitag spielt Bad Tölz in Heilbronn und die Kassel Huskies empfangen ab 19:30 zu Hause den Deggendorfer SC. Soweit so gut. Dann bleibt uns nur, uns zu verabschieden. Vielen Dank für euren Besuch, und wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Bis dahin.